außergewöhnliche Darbietungen, riskante Stunts und vor allem eins, jede Menge PS. Der Zirkus Flickflack begeistert mit seiner neuen Tour Höchststrafe wieder das Publikum. Zum 25. Jubiläum hat sich Benno Kastein etwas Besonderes einfallen lassen. Der Zirkus ist ja 25 Jahre alt. Dann habe ich mir überlegt, ob es eine Strafe war für mich, 25 Jahre Flickflack zu machen, oder fürs Publikum, sich 25 Jahre Flickflack anzuschauen. Und dann sind wir irgendwie auf Gefängniskisten und Container gekommen und irgendwie ist die ganze Show jetzt eben wie im Gefängnis. Also das Bühnenbild ist komplett Gefängnis nachgeahmt. Etwas anderer Zirkus, ohne Tiere, ohne Zauberer, stattdessen mit einzigartigen Akrobaten. Doch diese Tournee wird etwas anders als die letzten. Die 13 facettenreichen Nummern bestehen nicht nur aus lautem Motorbrummen. Comedy, eine Liveband, Tanz und Akrobatik werden hier in Einklang gebracht. Und das in einem kleineren Zelt als die Jahre zuvor. Die ganzen großen, neuen, verrückten Sachen, die wir im großen Zelt letztes Jahr zum Beispiel in Frankfurt gezeigt haben, sind jetzt in dem kleinen Zelt drin. Also das ist einfach nochmal viel, viel nervenaufreibender, wenn da dann die Freestyler oder die 10 Jungs in der Kugel fahren, in diesem kleinen Zelt, wo man ganz nah dran sitzt. Und für die akrobatischen Nummern wie meine oder die von meiner Schwester, die Comedy Acts, ist es natürlich nochmal schöner, da einfach auch wieder näher dran zu sein und mehr dieses Zirkusfeeling zu haben. Die Premiere der adrenalinreichen Show in Frankfurt ist am 23.10. auf dem Festplatz am Ratsweg. Weitere Infos unter www.flickflack.de.